Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder mit einem Set von Lego, und zwar der 70310, den Knighten Battle Blaster aus der Nexo Knights Reihe. Hört sich doch nach einem guten Set an, von einer Firma, die überhaupt nichts mit Krieg oder Kämpfen zu tun haben will. Aber egal, das ist ja wieder ein anderes Thema. Ihr seht auch, hier hat sich etwas verändert, und zwar der neue Tisch ist eingeweiht. Und nicht nur der neue Tisch, sondern das ganze neue Zimmer. Das ist jetzt hier der Hobbyraum und Aufnahmeraum. Es schallt jetzt noch ein bisschen mehr, als ich das gerne hätte. Das wird natürlich noch geändert. Und erstmal ist das natürlich für euch kein großer Unterschied in dem Bild, was ihr jetzt seht. Aber durch diesen neuen Raum, der mir auch in letzter Zeit sehr viel Zeit genommen hat, deshalb auch die kleinen Sets in der letzten Zeit, haben wir jetzt auch noch eine neue Sache, die dazukommen wird. Und zwar werde ich aus diesem Raum endlich mit streamen können. Selbst noch nicht, aber das vielleicht mal ein wenig später, sondern vor allen Dingen wahrscheinlich bei Streams von Let's Bricks oder Calimero oder Raffzahn zum Beispiel, dass ich da endlich als Gast dabei sein kann. Das sollte jetzt hier funktionieren. Ich habe das schon mal vorgetestet. Es hat ziemlich gut funktioniert und dementsprechend, ich verlinke euch auch mal zum Beispiel eben, wie gesagt, Let's Bricks, Calimero und Raffzahn unten in den Kommentaren. Vielleicht seht ihr mich da ja im nächsten Stream mit dabei, wenn wir hier einfach ein bisschen was bauen und vielleicht miteinander quatschen können. Wie gesagt, deshalb, weil das hier auch wirklich viel Zeit gekostet hat und auch mir mehr Zeit genommen hat, als ich gedacht hätte, jetzt doch nochmal ein kleineres Set und nächsten Dienstag dann wieder eine größere Review. Warum habe ich aber gerade dieses Set hier rausgesucht? Es ist aus der Nexo Knights Reihe. Mit der Reihe hatte ich noch nicht viele Berührungspunkte, deshalb erwartet jetzt bitte auch nicht jemanden, der das hier super gut in den Nexo Knights Kontext einordnen kann, sondern ich möchte generell darüber reden, ob dieses Set so als Spielset etwas taugt. Das Ganze ist aus 2016 und diese kleinen Sets sind ja eigentlich dann immer relativ günstig. Aber dieses Set kostet immer noch um die 10 Euro gebraucht und da kommt noch der Versand dazu. Deshalb stelle ich mir die Frage, ist dieses Set hier besonders gut oder liegt es an anderen Sachen? Wurde es vielleicht jetzt auch nicht so oft verkauft, weil es nicht sehr beliebt war und ist deshalb jetzt teuer, weil es seltener ist? Wir schauen uns das mal von der Perspektive an, ob das Set besonders gut ist oder eben nicht. Hierbei handelt es sich natürlich auch wieder um eine Kauft-Gebraucht-Review. Ich kann es hier nur noch mal kurz wiederholen, habt keine Angst, Sets gebraucht zu kaufen. Auf der Rückseite sehen wir dann das Set nochmal in verschiedenen Kampfszenen, beziehungsweise die Funktion, dass wir hier eben diese Discs werfen können. Das schauen wir uns natürlich an. Ich mache jetzt aber erstmal die Packung auf und dann schauen wir uns zusammen die Steine und die Anleitung an. Und in der Packung finden wir dann ein halb zusammengebautes Set, typisch Gebrauchtkauf, das nehme ich dann nochmal auseinander und baue es selber noch einmal zusammen. Und wir haben die zwei Figuren. Auf den ersten Blick sehen die richtig, richtig cool aus. Die schauen wir uns dann natürlich nochmal im Detail an. Über die Steinequalität reden wir auch wie immer während des Baus. Und für den Bau brauchen wir natürlich noch die Anleitung. Die ist hier genauso übersichtlich wie die Verpackung, schön klein und handlich. Sie ist wieder klammergebunden und eben eine typische Lego-Anleitung. Da hat sich in der Zeit nicht viel geändert. Es ist alles weiterhin voll in Farbe dargestellt und was neu gebaut wird, wird dann mit Pfeilen markiert. Insgesamt haben wir hier 22 Bauschritte auf 30 Seiten verteilt und wir haben hier noch die Erklärung zu den Spielfeatures mit der App zu Nexo Knights. Das ist auch wieder so ein Punkt, mit dem ich nicht sehr viel anfangen kann. Ich möchte heute wirklich über die Steine reden. Hier sehen wir nochmal eine Doppelseite zum Thema generell. Und wir haben hier die Teilliste. Ihr könnt euch das Video wie immer gerne an einer Stelle anhalten, die euch besonders interessiert. Und das war auch schon alles, was es bei der Anleitung zu sehen gibt. Dementsprechend baue ich das Ganze jetzt mal auseinander, dann natürlich wieder zusammen. Und wir schauen uns dann zusammen das fertige Set an. Und nach einem super kurzen und einfachen Bau ist dann auch schon diese Kampfmaschine der Battle Blaster fertig. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Battle Blaster kann ich nicht allzu viel anfangen. Es ist natürlich ein abgespacedes Thema, dementsprechend sieht es auch abgespaced aus. Aber es ist mir einfach ein bisschen zu wenig. Also als Kind braucht man da schon wirklich sehr gute Fantasie, um aus diesem Ding hier irgendein cooles Kampfgerät zu machen. Also dieses Teil alleine gibt mir leider nichts. Obwohl wir auch die Funktion haben, dass wir hier hinten drücken können und können dann hier eben diese Discs abschießen. Die Discs sind auch relativ kraftvoll für ein Lego-Spielzeug und man kann die dann sehr, sehr gut in der ganzen Wohnung suchen, damit man das Ganze dann wieder nachladen kann und wieder schießen kann.
Aber wie gesagt, ich kann damit nicht allzu viel von der Konstruktion her anfangen. Was ich aber sagen kann, die Steinequalität ist wieder richtig, richtig gut. Ich kann mich da nur wiederholen, meines Erachtens ist die Steinequalität hier besser als bei manchen neuen Sets. Und das habt ihr auch schon richtig geschrieben, das ist eigentlich ein großes Armutszeugnis für Lego, dass Steine von 2016 im Gebrauchszustand sich besser anfühlen als heutige Steine und auch teilweise besser aussehen. Also da muss Lego auf jeden Fall nochmal nacharbeiten. Was ich bei diesem Set generell noch schade finde, ist, diese Rollen hier sind voll Plastik. Das fühlt sich natürlich überhaupt nicht hochwertig an, wenn man damit irgendwo spielt. Also ich glaube eher von dieser Einschätzung her, dieses Set war nicht sonderlich beliebt. Deshalb jetzt etwas selten und deshalb ist es jetzt gebraucht etwas teurer. Was aber noch dabei ist, und das sind persönlich meine Highlights, einmal die Kiste, die passt wirklich super ins Thema und man kann da ein paar Kleinteile reinnehmen. Und natürlich die Figuren. Und ja, die sind auch abgespaced. Aber die sind meines Erachtens zu Ende gedacht abgespaced. Die gefallen mir richtig, richtig gut und die hätte ich als Kind sehr cool gefunden. Bei der Battle Machine wäre ich mir dann nicht so sicher, ob ich die cool gefunden hätte. Der Rücken ist bei dem Bösewicht und auch bei dieser Figur hier bedruckt. Die Brust natürlich, die Beine sind vorn bedruckt und die Drucke sehen richtig gut aus. Man kann natürlich auch bei beiden Figuren den Helm abnehmen. Und wie sich das gehört, haben wir auch Wendegesichter bei beiden Figuren. Wir haben bei beiden so ein etwas ernsteres Gesicht, wo sie richtig wütend sind und eins, wo sie eher konzentriert und ein bisschen grimmig sind, noch nicht so wütend wie hier vorn. Der Kollege in Blau hat ein Schwert zum Kampf mitgebracht und der Kollege in Rot eine abgespacede Stud-Shooter-Armbrust. Und auch hier kann man natürlich wieder den Stud-Shooter bedienen und diese einmal eine Round-Teil in Trans-Orange abfeuern. Dazu gibt es dann auch nochmal Zusatzmunition. Sehr schön ist auch, die Munition ist bedruckt. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, genauso wie die Figuren. Aber das Set an sich gefällt mir als Bauwerk nicht so sehr. Also von mir gibt es für das Set nicht unbedingt eine Kaufempfehlung. Es kann aber natürlich sein, dass ihr das anders seht und dass dieses Set hier im Nexon als Thema richtig viel Sinn macht. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich möchte mich da auch gerne weiterbilden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch ein wunderschönes Restwochenende und wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Haut rein, euer Wellybrick.